Wer sind Sie? Kai Salmsberg aus Aachen, Künstler, gelernter Theatermaler. Und wo sind wir jetzt? Wir sind in Aachen in meinem Atelier und mittendrin sozusagen. Mittendrin in was? Mitten in meiner Arbeit und im Moment wieder in der Malerei. Und ausnahmsweise bin ich mal von den Zeichnungen ausgegangen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Habe die aber nicht direkt als Malerei umgesetzt, sondern als Skulpturen. Und die Skulpturen wiederum führen mich jetzt wieder zurück zur Malerei. Mhm. Aber manchmal ist es halt gut, verschiedene Zugänge nochmal zu suchen. Der Spaß steht ganz weit oben, auf jeden Fall, weil es halt auch, ich glaube, jeder, der irgendwie in so einem Bereich tätig ist, macht das, wie gesagt, eigenen Antrieb, aber auch aus einem erstmal nicht genau definierten Verlangen, irgendwie sowas zu machen, und dann wird es halt so ein Beruf. Für mich ist das Schreiben eine absolute Freiheit, weil ich dann da auch total loslassen kann, was ich in der Malerei auch kann. Aber ich kann mit dem Schreiben, das ist halt ein Reflektieren über das, was ich in den Bildern gemacht habe, was gerade so um mich herum passiert, was in mir passiert, und das gehört dazu. Kannst du uns was vielleicht vorlesen? Gerne. Der sanfte Mut. Leicht meint sanft, meint Mut zur Stille, meint den Schritt zurück, um vorwärts zu gehen, meint zuzuhören, meint innehalten, um festzuhalten, meint Mut zur Pause, meint verzichten, um zu geben, meint weich, meint echt, meint das Gegenteil von Held, Hyäne und Mr. Trump. Zerbrechlich mag sein, was will. Der sanfte Mut ist es nicht. One moment in time. Oder so ähnlich. Bleistift gespitzt, Blatt weiß. Gedanken sortiert, Blatt weiß. Musik angepasst, Blatt weiß. Den ersten Strich gesetzt. So ein So. Ich glaube, Tabufragen gibt es nicht, aber ich sag mal so, also wenn man jetzt, das ist ja quasi die Frage nach der Inspiration oder im weitesten Sinne, also woher kommt das dann? Und ich weiß, dass ich mich früher, wenn ich die Frage gestellt bekommen habe, warum ich das mache, dann hat mich die Frage irgendwie nervös gemacht, weil ich gedacht habe, man muss darauf eine Antwort haben. Aber ich weiß halt heute, dass die Antwort darauf immer wieder eine andere ist. Also der Grund, warum man das macht, wechselt genauso wie alles andere im Leben halt. Ich glaube, letztlich ist es immer so eine Zwiesprache, wo man Dinge mit sich selbst irgendwie so ausdiskutiert und im besten Fall mit den Bildern in der Sprache, genauso wie mit den Bildern in den Bildern oder den Personen in den Bildern. Im besten Fall schafft man es, damit Stellvertreter zu schaffen, wo sich andere wieder reinversetzen können, wo andere sich wiederfinden. Und das ist eigentlich das Höchste, was man erreichen kann. Aber doch, einen Lieblingskünstler habe ich schon. Ja? Helge Schneider. Nee, das kommt nicht. Aber ich
mag absurde Sachen. Ich mag entweder Sachen mit wirklich Tiefgang oder richtig absurde Sachen.